Die neue Nationalgalerie in Berlin ist heute nach jahrelangen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet worden. Das Gebäude des Architekten Mies van der Rohe gilt seit seinem Bau in den 60er Jahren als Wahrzeichen moderner Architektur. Der britische Architekt David Chipperfield hat das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst von 2016 an von Grund auf erneuert, musste dabei aber den Stil aus Glas und Stahl weitgehend beibehalten. Ein Bau wie eine Skulptur, filigran, leicht und transparent die Glasfassade, massiv und schwer das Dach, das zu schweben scheint. Mies van der Rohe hatte mit der neuen Nationalgalerie eine Architekturikone geschaffen. 6 Jahre hat die Sanierung gedauert, 140 Millionen Euro gekostet und am Ende sollte alles wieder so aussehen wie vorher, betont heute David Chipperfield. Mies van der Rohe. Mies van der Rohe ist der Architekt und wir hatten die Verantwortung, die sicher sehr wichtig ist, das Haus zurückzubringen, unter den Bedingungen, die es verdient. Auch die große Halle originalgetreu. Sie stellt Ausstellungsmacher wegen der Glasfassade immer wieder vor Herausforderungen. Zur Eröffnung werden Werke von Alexander Calder gezeigt, einem Zeitgenossen von Mies van der Rohe. Große Metallskulpturen und winzige Objekte behaupten sich gegen ständig wechselnde Lichtverhältnisse. Eine Etage tiefer, im sogenannten Sammlungsgeschoss, zeigt die neue Nationalgalerie ihre eigenen Bestände. Klassische Moderne von 1900 bis 1945. Eine hochkarätige Sammlung, die in den weißen Räumen von Mies van der Rohe in Szene gesetzt wird. Picasso, Dalí, die Künstler der Brücke, Max Ernst, Malerei und Skulptur. Durch die Sanierung ist auch der Skulpturengarten wieder zugänglich, ebenfalls eine Hommage an Mies van der Rohe, der das Außen und Innen in Architektur und Kunst stets verbinden wollte.